gekommen zu einem Sticker-Opening, Pack-Opening, keine Ahnung, wie auch immer wir das hier nennen. Und ich habe mir mal gedacht, wir machen das Ganze mal, auf YouTube. Ne? Pack-Opening einzeln, weil wir haben ja einige Packs, die wir machen können. Ich habe ein paar Coins. Ich weiß zwar nicht, was die ganzen Sternchen hier sind. Also, da muss ich... Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, was die ganzen Sternchen bedeuten, ob wir die vielleicht aus den Packs bekommen. Das werden wir rausfinden, aber wir werden jetzt einmal ein paar Packs aufmachen. Wir haben hier noch 3 kostenlose Packs, die wir öffnen können. Die machen wir direkt mal auf. Riesengitter-Zombie haben wir bekommen. Einen Roboboxer, einen Angsthasenpilz zum Pflanzen, all drum und dran. In einer leeren bauenden Stadt aus. Ja, das ist alles für den Multiplayer. Beziehungsweise hier auch, glaube ich, oder? Ist nicht nur für den Multiplayer. Für alle Pflanzentöpfe, Gedöns hier, wo man die halt platzieren kann. Eine Selbstwiederbelebung. Stürze dich direkt wieder in die Action, wenn du ein Kommando in einem Kommandomodus K.O. gehst. Dann haben wir noch einmal Pflanzen, ziehe hilfreiche KI mit Streiter in leeren Plöten oder auf R-Haufen. Da weiß ich allerdings nicht, das könnt ihr mir mal in den Kommentare schreiben, haben die Hintergründe hiervon etwas auf sich? Hat das einen Sinn? Also zum Beispiel hier sind das alles so Sachen, die auf der Stelle stehen, die zum Beispiel im Blumenpot sind und sie nicht wegbewegen können. Sind das hier Sachen für einen bestimmten Spielmodus und das hier vielleicht auch? Oder wie sieht das da aus? Das verstehe ich noch nicht ganz. Das auch nicht beisteht und es ist ein wenig verwirrend. Nein, die Hintergründe verstehe ich echt wirklich nicht. Oh, ein super seltenes. Selbstwiederbelebung. Stellst du dich direkt wieder in die Action? Wieso ist das super selten? Das haben wir doch gerade. Ach, das ist mal 5. Wir haben das 5-mal bekommen. Deswegen ist es super selten. Ah, das ist cool. Das ist aber nur im Kommandomodus. Was haben wir hier noch? Dr. Heilsam. Ja, sonst unwichtige Sachen. Und dann machen wir hier noch ein anderes Pack auf. Ich weiß gerade nicht mehr, welches es ist. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Was haben wir denn hier? Wir kriegen neue, wir haben Teile von neuen Charakteren, Spielcharakter-Sticker. Was haben wir denn hier? Von der Erbsenkanone nehme ich mal an, oder? Ist das die Erbsenkanone? Das ist die Erbsenkanone. Hier ist der Kaktus. Dann haben wir noch ein Schokoladen- und Bärencharakter. Ne, Accessoire. Accessoires. Verpasse deinem Spielcharakter einen einzigartigen Look. Das ist cool, dann hat der Erdbeeren als Zähne und Schokoladenlippen. Was haben wir das noch? Geste, hörst du das? Wir haben eine leckere Zuckerwatte. Was? Verändere das Wachstum deiner Pflanzen. Das ist cool. Das muss ich mal reingucken, wie das alles funktioniert. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Einmal Pflanzen, ziehe hilfreiche KI-Mitstreiter in deren Plöten oder Erdhaufen. Eine MG-Erbse und was haben wir noch? Ein Zeitungszombie können wir auch noch mit dazu holen. So, was hatten wir da? Was war das wundersames Pack voller großartiger Dinge? So, was haben wir denn für ein Pack? Wir haben diesen Minions-Pack, wo wir halt diese Mitstreiter kriegen, die uns helfen, die wir aus den Pötten ziehen können. Dann haben wir das hilfreiche Spaß-Pack. Da muss ich mich mal im Channel verirrt haben. So, ich muss mich mal kurz muten. So, dann haben wir das hilfreiche Spaß-Pack. Dieses hilfreiche Spaß-Pack mit 5 Gegenständen enthält Sachen zur Spielcharakteranpassung und einmal Hilfen. Mindestens ein ungewöhnlicher Gegenstand, garantiert. Was haben wir hier noch? Dieses extraordinäre Pack mit 6 Gegenständen enthält eine gute Mischung individueller Gegenstände und Einmalhilfen. Garantiert enthalten ist mindestens ein seltener Gegenstand, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein seltener Spielcharakterteil. Wundersames Pack großartiger Dinge. 7 Gegenstände garantiert mit einem mindestens super seltenen Gegenstand oder einer solchen Einmalhilfe und der besten Chance auf super seltene Spielcharaktere-Teile. Düngerspaß-Pack, das kostet genauso viel. Nur Pflanzen können diese Gegenstände in diesem Pack nutzen. Es enthält 7 Gegenstände mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Spielcharakterteil und mindestens einen super selben Gegenstand bzw. eine Einmalhilfe. Und nochmal was, 35.000, unglaubliches Hörpack. Letzterweise enthält dieses Pack keine Hörner. Dafür aber 7 Gegenstände mit hoher Wahrscheinlichkeit. Bla bla bla, das ist das... Okay, das sind die Packs, wo wir also einen Spielcharakterteil und einen super geltenden Gegenstand bekommen. Für die Pflanzen und einmal für die Zombies. Was haben wir hier? Das phänomenale Spielcharakter-Pack. Ein phänomenales Pack enthält 5 Gegenstände. Du erhältst garantiert genug Sticker, um einen seltenen oder super seltenen Spielercharakter freizuschalten. Das würde ich sagen, das machen wir einmal auf. Also kriegen wir einen neuen Soldaten. Charakter freigeschaltet. Parkwächter-Soldat. Perfekt, dann haben wir den direkt freigeschaltet. Okay, dann machen wir noch hier für die Pflanzen. Ich spiele am liebsten Pflanzen, deswegen machen wir hier noch was auf. Zip. Oh, 2 neue Teile. Für die Erbsenkanone und für die Sonnenblume. Danke für alle. Die Gesundheit schreibt. So, dann haben wir gekriegt für die Sonnenblume. Ich kann aber gerade nicht sagen, was für eine Sonnenblume das wird. Das sieht nach einer weißen Sonnenblume aus. Dann haben wir noch Kybergenetik, Schützenbrille. Auch noch ein Accessoire. Das ist, was ist das denn? Super selten, das ist cool.
Moment. Okay, das ist. Ich dachte gerade, dass wir vielleicht einen Laserpointer da haben, aber das bringt uns ja auch nichts. Einen Hut, eine Groovy-Schlange und ein Terrakotta-Kraut. Was ist das denn? Achso. Ein Karim mit Streiter. Dann haben wir noch Sturmflecken. Die sehen auch cool aus. Und Blattschildkraut. Das ist auch ein Ding jetzt hier. Ein Mitstreiter. So, dann würde ich sagen, machen wir noch das hier auf. Ein extraordinäres Pack. Mr. Toasty haben wir bekommen. Oh, wir haben ein weiteres Teil. Für die erste Kanone. Oh, das sieht interessant aus. Eine super seltene, super Stinkwolke. Mit dem Präfix alles super. Mit dem Präfix super wird alles besser. Klar, die ganze Sache hält nicht lange, aber dafür gibt es super Schaden. Das ist eine Fähigkeit. Dann haben wir hier eine Bambuswurme, das ist eine Einmalhilfe. Mr. Toasty, auch eine Einmalhilfe. Dann haben wir noch einen Hut, einen Brokkoli-Afro und organisches Wachstum. Verändere das Wachstum deiner Pflanzen. So, was machen wir denn noch auf? Ich würde sagen, wir machen noch ein hilfreiches Spaß-Pack. Wir brauchen ja noch Mischreiter. Das sind die ersten Packs, die ich öffne. Ich habe bis jetzt nur ein einziges Pack geöffnet. Was haben wir denn hier? Papageienteile. Ah, Gesichtsbehaarung. Mr. Freezy ist eine Einmalhilfe. Dann haben wir noch einen Hut, eine Konserve, eine Fliegerbrille und ein Angsthasenpilz. Vielen Dank dafür. Das kostet 2500. Wir machen nochmal ein Minions-Booster-Pack auf. Gucken, was wir hier fallen. Komm mal, ich brauche auf jeden Fall ein paar Minions. Ein Sargzombie. Fünfmal. Ein Giftleuchtpilz dreimal, eine MG-Erbse, Angsthasenpilz und noch ein Erbsenwerfer. Machen wir, ich würde sagen, jetzt machen wir dann noch ein letztes Mal die 7500er-Ding auf. Ein Sargzombie-Robobrecher, Mr. Toasty, Kürbiskraut und Dr. Heilsam. So, dann machen wir ihn hier nochmal. Und gucken, vielleicht kriegen wir nochmal ein schönes Teil. Terrakotta-Kraut, dicke Handgriffe, Gänseblume, Erbsenwerfer und ein Tattoo kriegen wir. Achso, Gänseblume ist auch ein Tattoo. Sehe ich gerade. Und hier haben wir noch ein Bart. Eingeschleimt. Gut. Ne? So, da haben wir alle gemacht. Ich guck mal ganz kurz, wo wir die Sachen denn anziehen können. Wo können wir das denn machen? Das ist das Stickerheft. Das bringt uns nicht viel. Können wir das hier machen? Sonnenblumenstatistik. Hier können wir das auch nicht gucken. Stopp. Was schaut da unten? Detaillierte Statistikförderungen. Okay, das sind einfach nur welche es noch gibt. Wir ziehen mal weiter. Wir gucken uns das noch dieses Video an, wo man diese Sachen anziehen kann. Ich guck mal einfach hier vorne. Hier sieht das relativ gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Charakterauswahl, okay. So, Anpassung. Haben wir hier. Aussehen können wir ändern. Hier können wir die Kaiber... Hier sieht ja freaky aus. Wir können auch eine groovy Schlange auf den Kopf mitnehmen. Organisch haben wir nichts. Tattoos haben wir für die Erbsenkanone auch keine. Fähigkeiten, Chili-Bombe, Chili-Bohnen-Bombe. Okay, hier können wir die ganzen Sachen anpassen. Auch die Gesten. Geste 1, Geste 2. Hurra und zustimmendes Nicken. Ich würde, glaube ich, auf keinen Fall nehmen. Die Charakterverbesserung. Haben wir noch keine freigeschaltet. Okay, so können wir die ganzen Sachen also anpassen. Finde ich auf jeden Fall ganz chillig. Was haben wir hier? Hier hatten wir ein paar. Was ist das denn? Giftschnapper. Das ist natürlich auch cool, aber den wollte ich eigentlich anpassen, sehe ich gerade. Ich depp. Aussehen, was haben wir denn? Accessoires, Schokoladen und Bären. Ich halt natürlich was. Oh, da war ich noch nicht fertig. Organisch haben wir nichts. Und Tattoos haben wir, dieses Eingeschleim-Tattoo, was hier eigentlich so gut wie gar nicht auffällt. Haben wir noch hier? Fähigkeiten haben wir ganz normal, nichts freigeschaltet. Gesten haben wir ganz normale. Und hier haben wir sonst auch nichts. Okay. Die Sachen sind für alle möglichen Leute. Die haben wir hier auch noch. Ich zeige noch einmal bei Major Mais. Wollte ich gar nicht. Anpassen. Aussehen. Da können wir eine Kampfkonserve. Der Brokkoli, der gefällt mir, du! Accessoire, die Sturmflecken, die nehmen wir auch mit. Tattoos haben wir leider keine. Haben wir noch Fähigkeiten, haben wir die ganz normalen. Und Gesten haben wir auch keine. Keine neuen. Und hier haben wir auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz zurück zur Erbsenkanone. Und dann gucken wir uns noch mal ganz kurz die Gesten an. Wenn ich denn auch wüsste, wie die funktionieren. Gesten, verschiedene Steuerung. Gesten. Ja. Gesten. Hallo.
Hallo? Hallo? Ne, ich hab. Leute, ich habe keine Ahnung, wie. Ah, nicht hier rüber? Moment. Können wir es abbrechen? Nee, Leute, ich habe keine Ahnung, wie die Geste funktioniert. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann probieren wir das nochmal aus. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Pack-Opening gefallen hat an sich, dann lasst mal ein Däumchen nach oben da. Und dann werde ich ein bisschen zusammensparen und gucken, dass wir das des Öfteren mal machen werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Hudu. Ups. Entschuldigung.